Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ark Survival Evolved. Und ich hatte versprochen, wir gehen jetzt auf die Jagd. Und zwar brauchen wir ganz viel Tiere. Wir müssen Tiere töten, weil wir brauchen ganz viel von deren Haut. Einmal um einen Schlafsack zu bauen und weil ich hoffe, dass ich dadurch einen guten und starken und schnellen XP-Gewinn habe. Geht mein XP einfach so hoch, wenn ich rumstehe? 247,4. Tatsächlich. Also die XP steigt sogar nur vom Rumstehen. Da muss ich wohl mal über Nacht AFK gehen. Wie auch immer, ich habe so festgestellt, dass nachts, wenn wir hier nachts rumschleichen, scheinen so Dodos und so kleine, einfache Tiere gar nicht da zu sein, sondern nur größere, stärkere und vor allen Dingen gefährlichere. Ich hatte gerade schon, als ich mal so mich ein bisschen in der Umgebung umgeschaut habe, hatte ich schon wieder so eine Begegnung mit so einem, Begegnung mit so einem giftspuckenden Tier. Huch. Okay, er schreit nur rum. Da war ich schon wieder etwas nervös. Weil wir haben momentan keinen Schlafsack am Start, weil wir brauchen Tierhaut für den Schlafsack. Und um Tierhaut zu bekommen, müssen wir Tiere töten. Und davor habe ich Angst ohne Schlafsack. Das ist ein Teufelskreis. Aber ihr seht, wir laufen hier schon durch die Gegend und es ist einfach... Es gibt keine Dodos und so, das ist... Da drüben sind ein paar Viecher, aber dann müssten wir hier übers Wasser. Und irgendwo hatte ich ja auch diesen... Ja, nee. Das machen wir nicht. Wir gehen lieber auf Nummer sicher und schauen uns hier noch ein bisschen um. In unserer Hut. Was mich ja noch interessieren würde... Das können wir mal gucken. Und zwar, es gibt ja diese Standfackeln. Sind die wirklich nur dafür da, rumzustehen und hell zu machen? Oder kommen dann auch... Sie erwärmt direkte Umgebung. Spendet Licht. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch so Dodos anlocken oder so Kleingetier. Ne? Das wäre ja ganz nett gewesen. Dann hätten wir so ein paar Fackeln aufgestellt und wären dann immer nur so rumgelaufen und hätten die Dodos gekillt und eingesammelt. Ich meine, irgendwann haben wir ja auch mal stärkere Waffen, dass wir dann nicht nur Dodos und so Kleinzeug killen müssen. Aber momentan beschränke ich mich darauf. Da. Das ist doch wieder so ein Spuckvieh, oder? Ja. Muss man vorsichtig sein, aber wir kriegen die tot. Spuck. Ah, die haben mich getroffen. So, wir haben es tot, auch wenn man es nicht gut gesehen hat. Leider hatte der uns getroffen mit seinem blöden Gift. Aber jetzt können wir erstmal einen Schlafsack bauen, das ist gut. Erstmal können wir da ein bisschen Zeit überbrücken, bis es wieder Tag ist. Und kriegen ein bisschen XP. Wie viel gibt es denn so einen Schlafsack? 250,9. Und danach... Also 4. 4,1 XP. Das ist nicht viel, aber es ist was. So, Schlafsack aufgebaut. Wie sieht es in unserem Feuer aus? Aber wieder ein bisschen Fleisch und ein bisschen... Die hier kann ich nicht leiden. Ein bisschen Holzkohle. Die Holzkohle brauchen wir, glaube ich, nachher. Wenn wir diesen Mörser und Stößel haben. Mit den Feuersteinen zusammen. Feuersteine. Da haben wir
mal einen. Okay. Das war doch eigentlich das Thema. Oh, das gegrillte Fleisch kann auch verderben. Na, das wusste ich ja noch nicht. So, jetzt haben wir ein paar Feuerscheine. Nicht weglaufen, bleib stehen, Junge. Bleib stehen. Wo rennst du hin? Ins Wasser. Na, ja, geht's noch? Und jetzt schwimmen, oder was? Nee, das ist mir zu gefährlich. Wer weiß, was da unter Wasser so lauert. Das machen wir nicht. So wichtig ist mir das nicht, dich zu kriegen. Wir können ja dann auch mal bei Gelegenheit noch ein bisschen mehr Kleidung uns umwerfen. Nicht genug was? Ach, ruhe dich aus. Vielleicht sterben wir dann nicht ganz so schnell gegen diese Giftspucker. Da ist schon wieder so einer. Komm her, du. So, nicht getroffen. So. So, langsam haben wir es raus, wie wir diese Giftspucke killen. Funktioniert mit dem Speer ganz gut. Übrigens, diese Speere kann man auch werfen, für die von euch, die es noch nicht wussten, mit der rechten Maustaste. Und so quasi auf Entfernung Schaden verursachen. Shadowcraft, hier bleibt irgendwie hängen. Weil der gibt bestimmt schön viel Haut. Ja, der gibt ordentlich Tierhaut. Also diese hier müssen wir suchen. Die geben richtig schön viel Leder. Sehr gut. Die Sonne, wo geht die auf? Sehr interessant. Das Spiel sieht schon schön aus. Also das muss man einfach sagen. Muss man neidlos anerkennen. So, wie hat uns das denn jetzt XP-mäßig? Das hat nochmal 10 XP knapp gebracht. Das Vieh. Das lohnt sich. So, dann gehen wir noch ein bisschen Fleisch grillen. Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Was ist das denn für eine Tür? Eine Tür, die nicht aufgeht. Das ist ja blöd. Achso. Muss man natürlich auch die Tür treffen. Das ist blöd. Inventar öffnen. Holzkohle raus. Und rohes Fleisch rein. Dorbenes Fleisch wegschmeißen. Und Holz da rein. Das Fleisch zu grillen. Dann gucken wir mal. Für Holzfundamente brauchen wir noch mehr Holz. Okay, das ist klar. Das machen wir aber auch. Könnten wir noch einen Schlafsack herstellen? Und so eine Kiste müssen wir dann bauen. Okay, bauen wir Holzfundamente. Wenn wir Viecher sehen, töten wir die und in der Zeit sammeln wir ein bisschen Holz. Oder andersrum, wir gehen auf Tierjagd. Und nebenbei holen wir uns hier und da mal ein bisschen Holz.
Wir haben ja auch irgendwann zu schwer, dann können wir ja nicht nach Hause laufen und Leichen rüsten und haben tausend Sachen wegwerfen. Jetzt könnten ja noch mal so ein paar schnell erlegbare Dodos kommen. Das geht immer fix. Kriegt man auch so sein bisschen Fell und Fleisch. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu weit um zu Hause zu entfernen. Und dann kommt wieder so ein Riesenvieh und es tötet uns wieder. Und guck mal, da drüben sind doch, das ist doch alles voller Tiere. Sollen wir mal Ruhe kriegen? Jetzt erstmal nichts Gefährliches hier unter Wasser. Kann ich eigentlich schneller schon? Nicht so richtig, ne? Oh, die greifen. Oh, das sind böse, die gute angreifen. Also aggressive, die passive angreifen. Vielleicht können wir das passive erstmal schützen und uns einzeln die aggressiven rauspicken. Und danach das passive selber killen. Für Haut und Fleisch. Warum sind wir eigentlich so langsam? Sind wir schon wieder so schwer? Gewicht? Geht. Da. Der greift hier den an. Die greifen zu zweit den an. Kann ich jetzt... Kommen sie natürlich beide. Ey, Manu! Diese kleine Insel da, aha. Ja. Komisch, jetzt verschwindet der Schlafsack nicht. Eben ist er verschwunden, als wir ihn benutzt hatten. Muss mir auch mal einer erklären. Na gut, wir wissen ja, wo das liegt. Das liegt da drüben auf der Insel, unser Zeug. Wenn wir Glück haben, sind die Viecher jetzt auch weg, weil sie sich wieder hinter einem Passiven hermachen. Die Schildkröten schwimmen unter Wasser rum. Es ist schon schön. Es ist schon schön. Ein bisschen schnorcheln. Ich wollte ja auch immer mal wissen, was bei diesen komischen Leuchtedingern so ist. Auch mal bei Gelegenheiten finden. Jetzt holen wir uns aber erstmal unseren Rucksack, versuchen zu überleben. So, wo lagen jetzt unsere Leichen? Hier irgendwo. Seht ihr uns irgendwo rumliegen? Da ist der Rucksack. Okay. Wow, da kommt schon wieder einer. Den Einzelnen. Einzelnen kriegen wir eigentlich. Sind doch wieder zu zweit. Ach, zwar. Kommen sie doch wieder zu zweit. Da war doch nur einer. Wo kam denn jetzt der zweite her? Versuch nochmal. Jetzt ist das Bett doch weg. Ich... Ach, Menno.
Okay, Moment, hier ist doch irgendwo der große Böse. Ja, da rennt doch auch ein Dino rum hier so. Der Dodos tötet. Wusste ich doch. So. Aber ich glaube, weit sind wir von unserem Haus nicht entfernt. Aber das ist schon wieder so nervig. Dann wird das Haus, wird der Schlafsack halt angezeigt. Ich denke so, yeah, ich muss nicht schon wieder einbauen. Und was passiert? Er ist in Wirklichkeit doch weg. Finde ich gemein. So, jetzt holen wir uns unseren Schlafsack aber trotzdem wieder. Unseren Schlafsack, ja, unseren Rucksack und bauen dann wieder einen neuen Schlafsack. Ach. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal Schluss und mache dann eine neue Folge, sobald ich das ganze Material wieder zusammen habe. Bis dahin.